Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal haben wir das Rucksack-Segment abgeschlossen und können nun endlich mit Kingdom Hearts 2 anfangen. Dies wurde ja auch Zeit. Also wird es Zeit, ein weiteres Mal Twilight Town zu erkunden. Diesmal in gelben Schuhen. Wisst ihr, ich glaube, ich war schon mal in dieser Stadt. Und wie heißt sie? Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Nee, du warst schon mal hier, Sora. Oder zumindest in einer Erinnerungsversion dieser Welt, die nicht aus deinen Erinnerungen stammte. Und dann war dein Unterbewusstsein schon mal hier. Oder zumindest ein Teil davon. Einer deiner Untermieter. Hi, wir sind einfach mal hier reingelaufen. Was wollt ihr denn? Nichts. Wir haben uns nur gefragt, was hier hinten ist. Jetzt wisst ihr es. Das ist unser Treffpunkt. Sag mal nicht so aggressiv, Heiner. Was? Wir treffen uns zum ersten Mal, oder? Ich bin Pence. Heiner, echt nett, euch kennenzulernen, aber ich habe noch was zu erledigen. Ich heiße Olette. Hi, Olette. Hey, habt ihr schon den Sommerferienaufsatz geschrieben? Freie Themenwahl ist echt schlimm, was? Aufsatz? Was zum Teufel sind Sommerferien? Sora geht nicht zur Schule. Und wie heißt ihr drei? Oh, Entschuldigung. Wir sind Sora, Donald und Goofy. Ding. Hallo. Sora, Donald, Goofy. Ding. Wir haben gerade jemanden getroffen, der euch gesucht hat. Cool. Der hatte es echt eilig. Er trug eine schwarze Kutte. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Aber er hatte diese großen, runden Ohren. Wo habt ihr ihn gesehen? Es gibt niemand anderen mit großen, runden Ohren. Bahnhof. Danke. Nun, wir sollten uns wieder um unseren Aufsatz kümmern. Also dann. Ja, viel Spaß beim Aufsatz schreiben. Oh, Yoda, prima. Tortuga sucht uns. Ja, auf zum Bahnhof. Ja, Bahnhof, oh! Ist überraschend, wie oft man das in diesem Spiel sagen darf. Hintere Gasse. Ja, ich sehe, ihr seid schwer damit beschäftigt, auch einen Aufsatz zu schreiben, Jungs und Mädels. Ihr macht eine gute Arbeit. Hey, ihr, wo kommt ihr denn her? Von draußen vom Walde. Sucht ihr Nasen etwa Streit mit uns? Streit? Wir haben nicht vor, uns zu streiten. Hey, ganz schön schwach bist du. Na gut, ihr Schlauberger. Ich zeig euch mal, wie man sich in meiner Stadt benimmt. Kommt schon! Mann, was für ein Idiot. Ausnahmsweise muss ich Sora mal zustimmen. Augenblick! Wenn ihr schon kämpfen wollt, warum nicht gleich in einem Struggle-Match? Warum nicht? Weißt du, Cypher, ich bin ein großer Fan von dir. Was? Was willst du von mir? Oh Gott, Fanboys. Ich will noch mehr von deinem grandiosen Kampfstil sehen. Du hast im Turnier deine Klasse bewiesen und dann den Titelkampf souverän dominiert. Aber ich krieg eben nicht genug. Verstehst du? Deine Kämpfe. So, steht da so ein bisschen verloren. So, hä? Was geht los? Wie heißt du, Junge? Sora. Sora. Wenn du kämpfen willst, dann gibst du mir einfach Bescheid. Okay. Ich hatte jetzt gerade nicht vor zu strugglen, aber danke für die Einladung, schätze ich. Früher oder später werden wir auch noch strugglen, aber nicht jetzt. Das machen wir, wenn wir ein bisschen besser ausgerüstet sind und die ganze Sache deutlich schneller geht. Währenddessen am Tramforum. Jetzt wird Zeit, die ganzen wichtigen Sachen zu machen, nämlich Schatztruhen einzusammeln, wie diese He-Potion. Und diese Potion.
Ja. Irgendwie deutlich weniger spannend, was man denn so sammelt, wenn es kein Randomizer ist. Da sind ja in der Regel nur irgendwelche mehr oder weniger unnützen Items drin. Wie dieses Zelt. Ah, cool. Ihr habt erfolgreich ein paar Taler für mich erarbeitet, Jungs. Stolz auf euch. Das wird, glaube ich, in der Regel Donald gewesen sein. Und wenn wir diesmal auch noch vielleicht springen drücken, bevor wir runterfallen. Aha. Und das dann hier vielleicht noch schaffen. Und nochmal. Oh, war knapp. Aber wir haben es erfolgreich zu diesem Abilitamin geschafft. Dann können wir doch im Waldstück nach mehr Schatz und suchen. Dann haben wir hier eine Potion. Und haben hier, wenn wir dann irgendwann mal dahin gelaufen sind. Ich muss dringend mal meine Jalousien zumachen. Das Licht geht so sehr auf meinen Fernseher, ich sehe so schlecht. Ich sehe tatsächlich die Bäume nicht. Buchstäblich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir haben es erfolgreich wieder bis zum Ausgang geschafft. Yay. Ab jetzt sehe ich wieder besser. Hier ist alles viel heller. Zurück am Tramforum. Nachdem wir gerade eben noch mehr Schmiede-Items und so gefunden haben. Es gibt so viele Mithril-Splitter in den Schatzrunden in diesem Spiel. So verdammt viele davon. Und dann haben wir hier noch ein weiterer Mithril-Splitter. Apropos. Wer vom Teufel spricht. Und dann haben wir hier noch weitere Mithril-Splitter. Apropos. Dann könnten wir, glaube ich, theoretisch einkaufen. Nicht so wirklich großartig, was an Rüstungen und Accessoires und so kaufen werden in diesem Spiel. Und die Schmiede hat noch zu. Bald öffnet hier die Itemschmiede. Haben schon das Triforce da hängen, aber Schmiede ist noch zu. Schon ziemlich dreist von den Mogris einfach noch zuzuhaben. Oh, zurück in der Anhöhe. Kann man hier einkaufen? Könnte man theoretisch. Stattdessen laufen wir einfach mal die ganze Sache hier in First Person hoch. Aber keine First Person, wo sonst für nichts wirklich Sinnvolles benutzen. Also mal hierfür. Wenn wir gerade mal kein Skateboard zur Verfügung haben. Nachdem Sora sich ein wenig verlaufen hat, hat er endlich den Bahnhof gefunden. Und findet hier seine erste Bedrohung. Ein komisches Zeichen, das wir noch nie gesehen haben. Wird Zeit, Dinge zu verprügeln. Siege all die mysteriösen Gegner. Ach, ich habe wieder Sora-Kombos. Und nicht mehr Roxas-Kombos. Erstmal wieder dran gewöhnen. Ich glaube, krieg 14 Erfahrungspunkte plötzlich für einen Gegner. Auch da muss ich mir erstmal wieder gewöhnen. Warum ich vernünftige Luftkombos? Und die Dämmerlinge lassen keine AP mehr fallen. Auch das wichtig. Minimal, aber wichtige Unterschiede.
So, dort ist schon erfolgreich Level 6. Ja. Für diesen Kampf auf Profi durchzukommen, ist nur halb so schwierig, ne? Ist einer von ein paar Kämpfen in diesem Spiel, die bekanntermaßen entweder zu Ende sind, wenn wir genug Treffer gelandet haben oder wenn wir genug Schaden genommen haben oder nach einer bestimmten Zeitspanne. Und solange spawnen Gegner endlos. Schon traurig, dass wir keine Final Form grinden konnten. Ich wünsche nur, man würde eine andere Cutscene dafür kriegen, wenn man die Dinger weit genug verprügelt hat. Naja, die Maus hat uns gerettet. Ist ein Geheimnis. Niemand darf wissen, dass es Mickey ist. Der Zug weiß, wohin es geht. Hier. Was zum Teufel meinst du mit, der Zug weiß, wohin es geht? Er steht auf Schienen. Natürlich weiß der Zug, wohin es geht. Es sind Schienen. Kann ich wirklich woanders hinfahren. Der König? War das wirklich der König? Ich denke schon. Nein, ich bin mir sicher. Danke, dass ihr mal so tut. Ja, die Ohren und die Stimme sind ein bisschen unverkennbar. Der König blieb im Reich der Dunkelheit zurück, stimmt's? Genau. Und er hat auch noch das passende Schlüsselschwert dazu, also... Und wenn der König hier ist, dann ist es Rico bestimmt auch. Das ist ein gewisser Sprung in der Logik, aber... Ich gehe Rico suchen. Dann können er und ich zur Insel zurück. Zur Insel, auf der Kairi auf uns wartet. Was macht ihr beiden jetzt? Oh. Donnerwetter, Sora, das fragst du noch? Donnerwetter? Gorsch! Eure Gesichter. Ja, ich werde gar nicht die wirklich großartig die Gelegenheit kriegen, Gorsch zu sagen, ja, weil wir, gehen wir noch einmal zusammen auf die deutschen Synchronsprecher haben. Traurig. Super. Und wohin zuerst? Dafür werde ich weiterhin die Gelegenheit haben, den Donald Sora und Goofy Ding zu machen. Und das an sich ist schon was wert. Wir haben einen Talerbeutel erhalten. Yay! Überraschenderweise befinden sich darin 5000 Taler. Und ein Kristall. Er funkelt und strahlt, wenn man ihn gegen das Sonnenlicht hält. Und ein geheimer Ansehenbericht 2. Mickey, warum hast du nicht mit 1 angefangen? Das ist sehr verwirrend. Dass man den zweiten zuerst kriegt. Sehr verwirrend. Wartet! Was los? Hey, Sora. Was gibt's? Eigentlich nichts, aber... Wir wollten euch verabschieden. Irgendwie hatten wir das Gefühl, das müsse sein. Oh, okay. Oh. Echt? Danke. Na, vielleicht sind die Leute hier in Twilight Town doch nicht so grießcremig, wie man manchmal denkt. Ja, wir beeilen uns besser. Aber ich werde erstmal noch Schatztruhen öffnen. Ist viel wichtiger, als tatsächlich den Zug zu nehmen. Die sind ja gleich. Ja. Ja. Und? Was daran jetzt so beeindruckend? Drei Fahrkarten, bitte. Ich hätte gerne einen Vollidiot, einen Hund und eine Ente. Was sind die Preiskategorien dafür? Ich habe das Gefühl, dass wir diese Stadt nicht mehr wiedersehen. Ach komm. Warum nicht? Du grübelst zu viel. Ja, du hast recht. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder hier hinkommen können. Aber selbstverständlich können wir wieder nach Twilight Town zurück. Komischer Sora, du bist komisch. Hier noch eine Schatztruhe zu öffnen für eine High Potion. Und hier noch eine Schatztruhe zu öffnen für ein Zelt. Die großen, mächtigen Zelte.
Und dann haben wir hier hinten noch eine weitere Schatztruhe mit einem Mithrilsplitter. Hurra. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nope. Ich meine, hier sind sowieso, selbst wenn wir hier Schatztruhen verpasst hätten, ist nichts Wichtiges in diesen Schatztruhen, wie man ja gemerkt hat. Na, das wird eine lange Reise, du bereitest dich besser gut vor. Ja, ab an Bord. Los, auf geht's. Mhm, nick, nick. Wiedersehen. Bye-bye. Hey, Sora. Bist du sicher, dass wir uns nicht kennen? Relativ. Absolut. Wieso fragst du? Ach, nur so. Oh. Das ist nicht mal die coole einzelne Träne, die Charaktere an die Wange runterläuft. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Reiß dich zusammen. Bestimmt nur eine Allergie. Klar. Bis bald. Chuchu. Ich weiß nicht, ob es einfach nur dafür war, um ein gewisses Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten, aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, warum Mickey überhaupt von uns erwartet hat, dass wir Karten für diesen Zug ziehen, der nicht tatsächlich irgendwelche Haltestellen hat, die regelmäßig angefahren werden und ein verdammter magischer Zug ist von Jensen selber. Warum müssen wir überhaupt dafür Fahrkarten bezahlen? Ist eine gute Frage. Wahrscheinlich will Mr. Disney einfach nur das Geld wieder reinkriegen für seine magischen Tricks. Oder ist eine Anzahlung für unsere Meisterprüfung oder so? Wisst ihr, ich... bin traurig. Ja, besuchen wir Heiner und die anderen bald wieder. Ja, wir haben zwei Unterhaltungen mit denen geführt. Wir sollten die dringend nochmal besuchen. Es waren die einzigen Personen, die mit uns gesprochen haben in der ganzen Stadt. Na gut, Seifer hat mit uns gesprochen, aber der war nicht unbedingt freundlich. Also. Die einzigen Menschen in der Stadt, die freundlich mit uns gesprochen haben, sind direkt unsere besten Freunde. Macht Sinn, hier auszusteigen, ne? Schließlich steht da jemand vor der Tür. Und es ist ein Turm. Wie ist Carlo eigentlich hier hingekommen? Und weg ist er. Hat er auch den Zug genommen? Der Turm. Gute Beschreibung. Für eine Portion. Und eine Heap-Portion. Und zu guter Letzt einem Äther. Oh mein Gott. Ein Äther, mit dem wir noch nichts anfangen können, weil wir noch keine Magie haben. Wir könnten Donald eingeben, aber warum sollten wir? Aber ich hätte den beiden, glaube ich, mal ihre Items abnehmen sollen. Was machst du da? Und wir kennen Donald und Goofy den eigentlich nicht. Ich habe ein paar meiner Lakaien reingeschickt, die rausfinden sollen, ob der Herr dieses Turms wirklich so viel drauf hat, wie man sagt. Es heißt, er sei ein mächtiger Zauberer. Damit wäre er der perfekte Leibwächter für mich. Ganz egal, wie stark er ist, sobald er ein Herzloser ist, tut er, was ich sage. Ein Herzloser?
Ganz recht. Das sind die, die aus der Dunkelheit in den Herzen der Menschen geboren werden. Und mit den ja, und wenn das so ein mächtiger, weil ich gehört habe, dass es so ein mächtiger Zauberer ist, habe ich 12 Schattenlurche und 3 Klappersoldaten in den Turm geschickt. Reise ich allerlei Welten und stelle eine Armee von Herzlosen zusammen. Extra für sie. Kapiert? Dann verschwindet. Warum erzähle ich euch Zwergen das alles? Ich bin auch so schon spät dran. Du solltest lieber was Netteres tun. Oh, sagt wer? Sag ich. Ihr zwei? Hallo? Was habt ihr zwei Nasen hier zu suchen? Was machst du denn hier? Ihr kennt ihn? Na und ob? Carlo war schon immer ein Unruhestifter. Ja, so immer dieser Carlo. Hat ihn vor langer Zeit in eine andere Dimension verbannt. Wie konnte er bloß entkommen? Ja, wahrscheinlich mit Hilfe von Malefiz. Ich weiß nicht, warum sie gerade ihm hilft. Dann sperr mal die Schlappohren auf. Also, Malefiz hat mich befreit. Jawohl, und jetzt schnapp ich mir eure Welt. Ach was, gleich alle Welten da draußen. Und dann werde ich herrschen. Denn Malefiz hilft mir dabei, sie zu erobern. Ja. Malefiz, hm? Die mächtige Magierin Malefiz, die was gibt's da zu aktuell minimal tot ist. Macht ist so groß, das. Die gibt's nicht mehr. Hä? Pech für dich, Malefiz kann dir nicht mehr helfen. Was soll das heißen? Ihr drei, das geht doch auf euer Konto. Ja. Nun, das könnte schon sein, ja. So, außerdem, in gewisser Weise verdammt mutig von Sora einfach, wenn er jetzt gerade gehört hat, dass einer von Malefizes direkten Untergebenen zu sagen, haha, die habe ich verprügelt, nachdem er ein Jahr im Stasis-Schlaf war und wieder Level 5 ist. Oder ich glaube inzwischen Level 6. Mutig. Ja, ein paar Schattenlöcher verprügeln. Na, gute Arbeit, ihr zwei. Die haben tatsächlich ein paar Gegner erledigt. Ist gut zu sehen, dass sie ihre Arbeit machen. Na, wartet! Niemand, wirklich niemand legt sich mit dem mächtigen Carlo an! Sag mal, mächtiger Carlo, wer lebt eigentlich in diesem Turm? Na genau, wer lebt denn da? Das weißt du nicht, na, der alte Jens Sid, aber der ist inzwischen sicher schon. Und wie wissen Donald und Goofy eigentlich nicht, wer da wohnt? Die waren schon mal hier. Es gibt keine Plotholes in Kingdom Hearts. Der Lehrmeister des Königs. Wow, klingt sehr mächtig. Ich liebe es, wie sie Karl einfach legit da stehen lassen. Es gibt wenig Besseres, als einfach mitten in der Unterhaltung zu gehen. Das hat schon was. Ja. Zing, ein weiterer Äther für uns. Und ein weiterer Mithril-Splitter. Hurra, hurra. Ja, dann klettern wir doch mal den Turm rauf, ne? Die schwebende Treppe. Teil 1. Ja, Donald, ich weiß, dass alles klar ist. Das heißt nicht, dass ich jeden einzelnen Schatten durchprügeln muss. Besiege alle Herzlosen. Das klingt schon eher nach einem Plan. Wenn man es muss und so. Na, ich wünsche, wir hätten schon Fähigkeiten, mit denen das Ganze hier etwas einfacher wird. Schattenlos ist einfach dermaßen, das ist nervig. Wenn man noch keine Fähigkeiten hat, um die etwas besser anzugreifen. Aber jetzt sind sie auch erledigt. Donald und Goofy helfen noch halbwegs vernünftig. Ja, die Tür sagt uns, wir sollten geradeaus durchgehen. Hatte ich jetzt eh geplant. Was ich noch machen wollte, war zu gucken, ob ich denen nicht noch ihre Items abnehmen kann. Hier haben sie mir schon erfolgreich eins verschwendet. Es müsste ein Äther gewesen sein, glaube ich, mit dem Donald anfängt. Hat er vermutlich auf sich selber eingesetzt. Wie man ihn so kennt. Dann können wir Goffy noch den Ability-Ring geben, den wir haben. Nicht, dass er aktuell eine andere Ability hätte, die er anlegen kann, aber sonst verrostet der Ring so in unserem Inventar.
Gute Arbeit, Donald. Du hast ein Schattenloch erledigt. Und mir dafür 2 Erfahrungspunkte besorgt mit 2 Blitzzaubern. Ich bin stolz. Währenddessen besiegt Herzlohn. Ein Klappersoldat. Etwas ganz Gefährliches. Etwas ganz Gefährliches, das jetzt sehr tot ist. Ach, Sora. Danke. Hau kaputt. Aber einer weniger. 2 weniger. 3 weniger und Goofy macht an dem anderen gute Arbeit. Und 4 weniger. Sehr schön. Auf besten Wege zum nächsten Level auch. Ja, was sind nur Schattenlöcher und Klappersoldaten, Jungs? Ihr solltet das nicht überbewerten. Ein Glück, dass wir wieder da sind. Dann herrscht in den Welten also gar kein Frieden? Ihr wart halt ein Jahr im Stasisschlaf, Jungs. In dem Jahr passiert schon mal einiges. Hättet ihr mal weniger geschlafen, gäbe es weniger Probleme auf der Welt. Dann gib mir die Taler zumindest. Und die 2 Erfahrungspunkte nehme ich auch noch mit. Und dann gehen wir. Mehr wollte ich gar nicht. Wir verneigen uns mal tief. Hi. Schon gut. Du also bist Sora. Sieht so aus, ne? Habt ihr denn den König schon getroffen? Ja, das haben wir, Meister. Aber wir hatten kaum Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ja, der hat einfach nur Geld in die Hand gedrückt und hat uns gesagt, wir sollen gehen. Zeit überaus beschäftigt. Daher obliegt jetzt mir die verantwortungsvolle Aufgabe, euch 3 in allem zu unterweisen. Hurra! Infodumps. Vor euch liegt eine gefahrenvolle Reise. Da gilt es, gut vorbereitet zu sein. Heißt das, wir müssen wieder eine Reise antreten? Du willst doch Riku suchen, oder nicht? Ich hatte vor, meinen Freund Riku zu finden, damit wir zu den Inseln zurückkehren können. Sicher, ich weiß. Aber alles auf eurer Reise, Sora, ist miteinander verwoben. Ob du deinen Weg zurück zu den Inseln findest, ob du allein oder mit deinem Freund zurückkehrst, und ob die Inseln noch da sein werden oder nicht, der Schlüssel zu alledem bist du, Sora. Ja, nur du, Sora, kannst die Welt retten. Ich bin der Schlüssel? Und deshalb haben die Welten so ein Problem. Auserwählter Träger des Schlüsselschwerts. Auserwählt wieder mal in großen Anführungszeichen. Der die Tür zum Licht öffnen wird. Okay. Ja, die beiden helfen. In Anführungszeichen helfen. Dieses Buch enthält wertvolles Wissen für eure Reise. Studiere es sorgfältig. Ach, Sora und Lesen. Sobald du fertig bist, sprechen wir über die Feinde, auf die ihr treffen werdet. Ja, wir müssen dringend mehr über Herzlose und Niemande erfahren. Aber vor allem müssen wir erstmal diese Schatztruhe öffnen. Okay. Plopp. Mit einer Karte des Turms drin. Hooray. Ist nett, dass Jensen eine Karte seines Turms in seinem Arbeitszimmer stehen hat. Sehr nett von ihm. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Meister Disney uns mal erklärt, was eigentlich auf unserer Reise so auf uns wartet und wir dann wohl mal diesen Turm hier verlassen werden und zu neuen Welten aufbrechen werden.
Bis dahin. Aloha.